In der Glühhitze des sogenannten Zonenschmelzverfahrens entsteht im Hochvakuum das Ausgangsmaterial. Ultrareine Einkristalle aus Silizium. Wollte man die Verhältnisse der atomaren Dimensionen auf die unserer äußeren Welt übertragen, so gäbe es unter der gegenwärtigen Erdbevölkerung außer lauter Weißen nur ganze zwei farbige Menschen. So unvorstellbar ist die Einheitlichkeit des atomaren Gefüges in diesen silberglänzenden Stäben. Diamantbesetzte Sägeblätter fressen sich in die Siliziumstäbe hinein und zerschneiden sie in dünne, etwa Markstück große Scheiben, die nach weiteren Arbeitsgängen zu ein Zehntel Millimeter starken, eigentümlich schimmernden Blättchen werden. Herstellung elektronischer Bausteine oder Anfertigung histologischer Strom gefilterter Luft von allen Staubteilchen über 300.000stel Millimeter befreit. Das Wasser zweifach in einer Quarzapparatur destilliert und zusätzlich in seinem Reinheitsgrad elektrisch überwacht. Die vorbehandelten Siliziumscheibchen wandern in einen elektrischen Ofen. Durch das rotglühende Quarzrohr strömt Sauerstoff, der in einer besonderen Apparatur zuvor mit Wasserdampf beladen wurde. Die Mikrostrukturen der Schaltkreise werden photochemisch auf bzw. in den Scheibchen erzeugt. Lichtempfindlicher Lack wird aufgetropft und in einer Zentrifuge zu einem hauchdünnen Film über die Oberfläche der Scheibchen verteilt. Nachdem es auf dem Arbeitstisch eines Mikroskops festgesaugt ist, werden Masken aufgelegt. Sie enthalten, fotografisch verkleinert, etwa 200 Mal das jeweilige Teilschema des Schaltkreises. Die Seiten des Quadrats sind in Wirklichkeit knapp über 1 Millimeter lang. Mit Hilfe von Mikrometerschrauben wird jede Maske genau eingerichtet. Wie bei einem gewöhnlichen fotografischen Kontaktabzug wird belichtet, danach entwickelt. Anschließende Ätzbäder legen in der Oberfläche der Scheibchen jeweils diejenigen Partien frei, an denen eine nachfolgende Behandlung wieder angreifen soll. Dieses Spiel von Oxidieren, Aufbelichten durch Masken und chemischen Prozessen in der Kristalloberfläche wiederholt sich in dem komplizierten Prozess. An seinem Ende steht quasi eine physikalisch-chemische Komposition, an der auch das Finale verblüfft. Denn Festkörperschaltkreise besitzen keinerlei Verdrahtungen der elektronischen Bauelemente untereinander. Diese Verbindungen besorgen jene nahezu unwägbaren Mengen Aluminium, die schließlich im Hochvakuum aufgedampft werden. Eine kaum zu begreifende Realität. Ein kleines Scheibchen mit über 200 winzigen Schaltkreisen und jeder einzelne wird dennoch geprüft. Die Laborantin lenkt lediglich feinste Spitzen auf bestimmte Kontaktpunkte. Alles Weitere erledigt eine Elektronik. Fehlerhafte Schaltkreise werden mit einem roten Tintenpunkt markiert und später aussortiert. Doch vor diesem später steht zunächst die Aufgabe, das Scheibchen in die einzelnen Schaltkreise aufzuteilen. Im Mikromanipulator fährt ein behutsam aufgesetzter Diamantstichel über das Scheibchen hin und ritzt, für das bloße Auge unsichtbar, Längsrillen in den Kristall ein. Behutsam wird das Scheibchen mit einer Pinzette auf eine elastische Unterlage gebracht. Es liegt zwischen Plastikfolien und zerbricht unter dem Druck einer darüber geführten Walze in hunderte winziger Quadrate. Jedes einzelne repräsentiert einen anschlussfertigen Festkörperschaltkreis. Nur noch mit einer Hohlnadel, die an eine Saugpumpe angeschlossen ist, lassen sich die splittergroßen Teilchen jetzt noch bewegen und etwa wie hier bei 350 Grad Celsius auf goldplattierte Sockel auflegieren. Golddrähte, jeder sechsmal so dünn wie ein Frauenhaar, werden an den Kontaktpunkten angesetzt. Der Festkörperschaltkreis ist komplett. Erst wenige Jahrzehnte trennen uns von der Erfindung der Elektronenröhre. Sie stand am Anfang einer technischen Epoche. Und diese mikroelektronischen Bauteile, leiten Sie bereits eine neue Ära ein? Wohin führt die Entwicklung? Bauen die feingliedrigen Hände dieser Frauen an einer ganz neuen technischen Welt? Fragen über Fragen. Und auch in den Entwicklungslaboratorien heißt es dann und wann lakonisch: Fragen Sie Jules Verne.